hier auch die Bronx von Bremen. Das heißt, hier kann man nicht einfach rumspazieren, weil da gibt's mal ganz schnell, zack, zack, gibt's da mal eins auf die Fresse. Ja, das hier, was ihr hier seht, das ist der Knotenpunkt. Der Versammlungsplatz hier, das ist der Treffpunkt. Da gibt man sich die Klinke oder auch die Klinge in die Hand. Sieht man hier, ist Multikulti hier ganz groß geschrieben in Blockbuchstaben. Das ist neue deutsche Rechtschreibung. Und hier gibt's für jeden was. Also für jede Bevölkerungsgruppe ist sozusagen ein Dings vorhanden. Hier haben wir Bratwurstglöcke Karachi aus Indien. Hier gibt's Perserbedarf. Ja, das ist Buddhistenbedarf. Wollte schon Beduinen sagen. Nein, Buddhisten ist was anderes. Das ist was völlig anderes. Hier ist Libanesenbedarf. Und hier, das ist Pornobedarf. Guck dir mal die Stiefeletten, das wäre doch was für den Sommer, wenn wir nach Kuba fliegen. Ja, aber das ist ja mit Beinverlängerung. Och, Charlie, sei nicht so knauserig. Das würde mir wohl sehr gut passen, Ja, und hier im Viertel natürlich darf der wichtigste Laden nicht fehlen. Drogenbedarf. Ne? So, für jede Hand etwas. Also, oder kriegst du alles, was du brauchst. Das wird hier ja sehr liberal gehandhabt. Ja, das ist hier groß geschrieben. Ich meine, die machen doch... Soll doch jeder glücklich werden, wie er will. Afrika, ja. Ja, da drüben. Halligalli. Jägermeister, ein netter junger Mann, lädt uns ein. Ja, wir sind nicht im Dschungel, liebe Freunde, sondern immer noch im Viertel. Und was ihr hier hinter euch seht, hinter dieser Palme, in diesem südländischen Gefilde, das ist Kultur. Ja, aber es ist, ist natürlich alles nur Schein, das weil ist es ist nur Theater. So getan. Es ist nur so getan. Das ist Pappmaché. Ja, ja. In Wirklichkeit ist Pappmaché. Also, und dahinter ist, es ist Kulisse. Soeben, da hatten wir die Hochkultur. Und das hier jetzt, das ist die Subkultur. Da wird dann schön getrunken, jeden Abend wird getrunken, was das Zeug ist. Aber jetzt schlafen die, weil man muss sich zwischendurch ja auch mal ausruhen, weil das tut weh im Hals, wenn man zu viel trinkt. Die Innenstadt, die hat ja ihren großen Roland und die Neustadt hat ihren kleinen Roland. Und jetzt schauen wir mal, was das Viertel als Wahrzeichen hat. Das ist ja eine Kindertöpferarbeit, oder was soll das sein? Aus verloren gegangenen Schlüsseln zusammengegossen oder so. Weiß ich auch nicht. Naja.